So, hallo, wir machen weiter. Bei Things, letztes Mal. Uff, das war ein Level. Rückwirkend, gewisse Stellen habe ich mich schwerer gemacht, aber insgesamt ist es immer noch ein Level, wo ich sagen muss, weiß ich nicht. Irgendwie, naja, egal. Wir gucken mal, was jetzt kommt. Jetzt müsste dieses Dings, dieses Wasser-Arena oder irgendwie sowas. Ach nee, Marathon, genau. Ultramarathon kommen. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Wir werden sehen. Es hat einen Exit. Vielleicht einen Mond. Auch das werden wir noch sehen. Bisher haben wir keine weiteren Monde mehr gefunden. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwann mal lese, dass dieses Level einen Mond hat, aber ich habe keinen gesehen. Also ich wüsste nicht wo. Wir werden sehen. Ultramarathon. Let's go. Levelnamen, die nichts Gutes verharrt. Soll das eine Anlehnung an das Ultra Star Level sein? Von Kaizo? Jo, kannst du. Jo. Musik ist auf jeden Fall schon mal supi. Ah, aber noch nie gehört. Aber gute Version auf jeden Fall. Okay, da muss ich so runter. Ei, ei, ei. So, okay. Dann auf den Yoshi drauf. Okay. So, soweit ist das doch alles in Ordnung. Soweit ist das doch alles hier ganz hübsch. Ups. Schauen wir mal, wie lange es hübsch bleibt. Ups. Nein, so nicht. Okay. Und auf Yoshi und da drauf. Und dann geht's hier durch. Und okay, das ist doch ganz cool. Bisher gefällt mir das Level. Bisher gefällt mir das Level sehr gut. Aber es ist ja nur der Anfang. Also das ist ja noch nix. Da wird sicherlich noch ganz viel passieren bis dahin. Das ist safe eine Anlehnung an Ultrastar. Ich hoffe nur ohne Kaizo-Blöcke. Weil die waren. Ja. Die wären hier nicht so schön, wenn man das ohne States versucht. Mist. Wobei, ich meine, gut, Kaizo hatte natürlich auch, war ja auch, ohne States spielen. Das machen wir dann nach dem Hack. Nach dem Hack spielen wir dann einfach Kaizo ohne States. Nein, niemals. Never, never. Schaffe ich nicht. Hab's ja schon mal probiert. Erste Level hat geklappt, so einigermaßen. Das war mein Weihnachtsspecial von, keine Ahnung, 2018, 2009. Nee, wann waren das? 2017? Ach, ist ja egal. Nee, das ist ein. Das ist. AL? Ach so, ja, ich glaube, okay, ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ja, nee, das war mein Weihnachtsspecial von. Wahrscheinlich eher schon 2016. Weil danach kam dann das Terranigma Let's Play, weil ich in dem Video angesprochen habe, dass ich gerne mal Terranigma spielen würde. Und dann wurde da entsprechendes Interesse bekundet und dann haben wir Terranigma gespielt. Also, dass ich es gerne mal Let's Playen würde, gekannt habe ich es schon. Terranigma ist so ein. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Also, das bleibt es auch. Bis in alle Ewigkeit. So. Deswegen werde ich auch nie müde zu sagen, wenn ihr Terranigma nicht kennt, spielt es. Also wenn ihr überhaupt noch die Möglichkeit habt, da ranzukommen ohne den Emulator. Ist ja ein Super Nintendo-Spiel, also. Es gibt auch kein Remake. So viele Spiele haben Remakes erfahren. Terranigma einfach nichts. Warum? Das ist das Beste von allen und das bekommt kein Remake. Ich verstehe es nicht. Hier, Dings hat doch auch jetzt letztens eine neue Aufmachung bekommen. Wie heißt's? Secret of Mana. Terranigma geht ja in genau die gleiche Richtung. Sogar besser. Also ich find's noch besser. Keine Ahnung. Aber vielleicht sind das irgendwelche. Ich meine, Terranigma ist ja von Square Enix gewesen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Vielleicht sind das irgendwelche Lizenzgeschichten, weshalb es nicht geht. Wobei es nicht Secret of Mana auch. Ach, keine Ahnung. Also, so viele geniale Spiele, die es da früher gab, die niemand mehr heute kennt.
So. Jetzt wäre es schön, wenn wir mal den Sprung hier drüben schaffen könnten. Ah, da, das ist schon sehr knapp. Huiuiui. Da muss ich mir noch was überlegen. Da muss ich mir noch was überlegen für. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal den State setzen. Um das mal so ein bisschen zu üben. Never mind. Okay. Also das Gute ist, dass diese Plattform da oben nicht so fällt, wie die Plattformen sonst fallen. Sondern man kann draufstehen. Ah, deswegen ist da eine blaue Münze. Ich muss einen Spin-Shop machen. Okay. Tut mir leid, dass ich das Lied jetzt etwas zerstückle. Ich bemühe mich, es bei wenig States zu lassen. Ach, hier unten drauf. Ah, ja, ja, ja. Oh, oh, das, okay, das wird interessant. Und dann reiten wir auf dem Ding. Oh, das wird sehr interessant. Oh, das wird massiv interessant. Die Frage ist halt auch, wie lang das Level ist, ne? Also bei einem Marathon denkt man halt schon an eine relativ gewisse Länge. Weiß es nicht. Ich denke, dann werden Stage schon. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Notwendig für mich, wollte ich sagen. Okay. So, kann ich da einfach durch? Ja, das passt perfekt. Und dann hier unten durch und dann hier hoch und dann darüber. Okay, alles klar. Aber gut, dass die so passen. Also die stören eigentlich gar nicht. Das ist auch interessant. Ne? Also, man könnte jetzt denken, die sind voll gefährlich, so, aber die sind halt gar nicht gefährlich. Die stören überhaupt nicht. Die sind einfach nur Dekoration. Oh, das war jetzt nicht so gut. Und ich habe einfach gerade richtig viel Glück, dass die komisch fahren. Okay. Nein! Okay, besser. Oh, okay. Verstanden. Jetzt geht der eine wieder hoch. Okay, das ist cool. Ich hab einen zweimal erwischt, ne? Ja. Okay, das ist eine coole Idee. Die Ideen in diesem Level sind schon wieder so großartig, ne? Und wenn man jetzt den erwischt hat, geht der andere wieder hoch und dann geht der wieder hoch und dann geht der wieder hoch und dann geht der wieder hoch und der und der und das könnten wir unendlich machen, wenn ich nicht in den reingerasselt werde. Ah, die Ideen sind großartig. Liebe hierfür. Mist. Ganz viel Liebe hierfür. Aber problematisch ist, wenn der dann unten weitermacht. Ich muss die ein bisschen anders erwischen. Dass ich dann nämlich die oben immer habe, die nachkommen. Okay. Den letzten dann zu erwischen, mit dem es weitergeht, ist noch nicht so passend. Huch. Dann fangen wir jetzt mal mit dir an. Dann nehmen wir dich, dann nehmen wir dich, dann nehmen wir dich, dann nehmen wir dich. So. Jetzt müsste das doch ganz gut funktionieren eigentlich. Ja, und jetzt der. Genau. Oh, oh, ist hier Midway? Okay. Okay. Okay, das spielen wir am Stück. Das spielen wir am Stück. Das sehe ich nicht ein, hier zu stayen. Nein. Ich dachte, das ist ein langes Level wegen Marathon. Nein, okay. Vielleicht gibt es mehrere Midways oder so, aber das kriegen wir hin. Das will ich haben. Das will ich machen. Das will ich machen. Das will ich machen. Nee. Nee, 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 nee. Also, wer das jetzt nicht sehen möchte, wie ich bis zum Midway wiederkomme, ihr habt jetzt ja schon den Weg zum Midway gesehen, spult einfach in der Timeline unten vor, bis ich halt bei Midway bin.
Aber das werde ich jetzt probieren. Mindestens bis, sagen wir mal, 15 Minuten oder so. Ohne, dass ich mir jetzt wieder Zeitdruck aufbauen will. Einfach nur so als Schätzung. Also ich hoffe natürlich, es eher zu schaffen, aber ich werde es eine Weile probieren. Ah, Mist. Das ist noch die schwerste Stelle. Das ist die, wo ich am ehesten noch drauf gehe. Und ich schätze, ich werde ein paar Mal den P-Switch verfehlen. Und das wird auch noch passieren. Das wird auch noch passieren. Ah, Mann. Ich hätte allerdings... Ja. Ich hätte einen... Ach nee, ich habe ja mein State noch. Ich habe ja mein State nicht gelöscht. Alles gut. Ich wollte sagen, ich hätte einen State da bei dem Midway setzen sollen. Dass ich den zumindest nutzen kann, falls ich es doch nicht schaffe. Und nicht wieder hinspielen muss. Aber ich habe ja mein State noch. Nice. Ja, doch, die passen immer. Sehr gut. Oh mein Gott. Das ist aber nicht gut gesetzt. Ah, schade. Schade, schade, schade. Aber wir waren bis dahin. Wir waren bis dahin. Das ist schon mal gut gewesen für mich. Hätte nicht gedacht, dass ich den P-Switch... Aber das war jetzt wieder so dieses... Das erste Mal klappt's, ne? Und jetzt werde ich den P-Switch dreimal verfehlen. Sehe ich schon. Sehe ich schon kommen. Also natürlich immer vorausgesetzt, ich komme bis zum P-Switch, werde ich ihn dann dreimal verfehlen. Mindestens. Ach Mann! Oh, diese Stelle nervt. Die Stelle nervt. Ah, das ist so... Ich kann das nicht so gut abschätzen. Alles andere kann man ja gut abschätzen und... Ja, boah, moin. Kann man ja gut abschätzen und, ne? Aber dieses da Hochspringen auf die Plattform, die runterfällt. Das ist so ein Glückssprung einfach. Nein, das war der falsche. Ich hätte nochmal einen Sprung machen müssen. Och. Jetzt mache ich Blödsinn. Ich glaube, wir sollten zu Midway zurückkehren. Also, ich muss sagen, so für meinen... Für mein Gefühl war ich weit genug. Ich war bis zu den Viechern gekommen. Ja, komm, scheiß drauf. Wir belassen es dabei. Ich war bis zu den Viechern und die dann noch ohne States. Ja, das ist... Das geht halt schnell. Ja, komm, ist in Ordnung. Müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Jetzt passen sie wieder, ne? Jetzt, ah, nein, ich habe daneben gesprungen. Also bis hier bin ich ohne States gekommen. Die Stelle mache ich jetzt halt wieder mit, aber... Was heißt, die Stelle mache ich nicht mit, aber ab hier mache ich sozusagen meinen persönlichen Midway. Cool. Ja, ist in Ordnung. Och, wenn mir das passiert wäre, uff. Aber ich denke, das passt. Ist nicht ganz das, was ich wollte. Aber die Stelle hätte doch nochmal einiges an Zeit gekostet. Und hier hinzukommen auch. Muss nicht sein. Muss tatsächlich nicht sein. So, jetzt sollte es gut sein. Ja, jetzt der, jetzt der, jetzt der und jetzt der da oben. Genau. Optimal. So. Okay. Dann gucken wir jetzt weiter. Ah ja.
Oha. Jo. Jo. Okay. Ah, es gefällt mir, wie das aufgebaut ist. Es gefällt mir enorm, wie das aufgebaut ist. Das ist richtig cool gemacht. Ach komm. Ach Mensch. Ah, ich, diese grünen Dinger, ne? Ey. Das ist auch wieder so ein, man macht immer das Gleiche und sie verhalten sich einfach völlig anders. Jo, sag mal, muss ich auf dem... Ich dachte, ich kann auf dem stehen bleiben, aber vielleicht muss ich auf dem mitlaufen. Kann das sein? Okay, ich setze einen State, nachdem ich rübergesprungen bin. Das Viech regt mich auf. Das Viech ist blöd. Das grüne Ding ist doof. Ich mag... Also, es ist... Hey... Jetzt muss ich nur noch einmal wieder rüberkommen. Einmal muss ich noch rüberkommen. Dann kann ich mein State setzen. Den habe ich mir jetzt schon... Den habe ich mir jetzt schon gedanklich erlaubt. Danke. Okay, ich muss mit dem mitgehen. Alles klar. Sheesh. Und dann da drauf. Okay, mhm. Okay. Nein, zu bald. Ah, und dann... Oh, yo, alles klärchen. Und dann da und... Okay. Aber da so viele Plattformen mit diesen Zahlen vorkommen, das ist definitiv eine Hommage an Ultrastar. Ach so, und falls jemand nicht versteht, warum ich immer Ultrastar sage, das Kaizo-Level, was solche Elemente hatte, hieß auch so. Also vom Original Kaizo 1. Das Level hieß Ultrastar. Sozusagen das eines der bekanntesten Kaizo-Level, könnte man sagen. Das ohne States zu schaffen, ist unfassbar krass. Also, nicht das hier, sondern das Original, ne? Ach, komm schon. Kaizo habe ich ja auch nur mit States gespielt. Kaizo habe ich auch nur mit States gespielt. Also, bis auf das erste Level, ne? Aber ansonsten habe ich Kaizo zweimal sogar gespielt. Weil das erste Mal war ich halt noch relativ frisch in den ganzen Hacks. Und das zweite Mal war da so ein Replay. Das war dann ein bisschen besser. Da habe ich mich dann schon ein bisschen ausgekannt. Wird Zeit für nochmal ein Replay? Nein. Wobei es mich interessieren würde, wie schnell ich diesmal bin. Aber, nee. Nee. Es gibt dann wieder Stellen bei Kaizo, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Zum Beispiel, wenn diese eine Höhle, wo man so schnell wird. Das ist so nervig. Nee, ich spiele das nicht nochmal. Nein. Nope. Nope. Wir haben schon ein Replay, das reicht. So. Und Kaizo 2 würde ich erst recht nicht nochmal replayen, weil da ist so ein furchtbares Puzzle-Level. Oh Gott. Das kann man zwar ein bisschen breaken, aber nein. Okay, wie geht's dann weiter? Wie geht's nach Yoshi weiter? Ah. Nein. No.
Menu! Menu! Ach komm! No! Nein, so nicht. Aber wir kommen gerade nicht mehr an die Stelle wieder hin. Was ein bisschen ärgerlich ist. Aber ich glaube, ich muss nicht doppelt springen. Ich glaube, ich muss trotzdem... Ich kann auf dem Ding einfach draufbleiben. Nur ich muss halt mich ein bisschen mitbewegen. Ah, okay. Das macht es ein bisschen leichter. Hm. Ja, okay, okay, okay. I see. Wobei der zusätzliche Sprung jetzt auch nicht so schlimm war. Ach, komm. Nein, das war's fast wieder. Ah, ich setze auf jeden Fall jetzt wieder den State, wenn wir bei den Plattformen, bei den Zahlenplattformen sind. Da ist mein nächster State. Der ist dann für mich auch okay. So. Ah! Yes! So. Okay, weil jetzt ist wieder dieses Yoshi zu treffen. Ach so, ich muss mit Blau auf Yoshi springen. Wahrscheinlich, weil ich dann mit Spin Jump abspringen muss wieder. Okay. Ah ja, I see. Okay. Da muss ich ein bisschen weiterkommen. Ja. Okay. Interesting. Nicht so interesting. Okay, wie geht's dann da weiter? Drüber wahrscheinlich. Ah, ja, ja, ja. Hm. Okay, das wird cool. Der Abschnitt könnte cool werden. Direkt hier hin, dann hier rüber und dann geht's hier weiter. Okay. Und dann schießen sie nicht mehr. Nein, falsch. Beam Jump Ball. Jo. Wahrscheinlich muss ich die im Screen halten, sonst schießen die nicht, ne? Könnte ich mir denken. Also, das werde ich auf jeden Fall nicht dann nochmal ohne States probieren. Das ist auch wieder ein bisschen zu viel, denke ich. Kann sein, dass sich meine Wahrnehmung da wieder verschoben hat. Weil ich jetzt halt angefangen habe zu staten, aber... Muss nicht. So. Ja, und dann... Okay, dann muss ich da noch irgendwie rüberkommen. Und nü? Wie geht's dann da? Unten... Ist die Münze, ist die blaue Münze oben für hier springst du los und unten da springst du drauf? Oder ich meine, wofür ist deine neue blaue Münze? Mir ist doch klar, dass ich hier Spin jumpen muss. Mich verwirrt einfach die Münze. Ich tue jetzt so, wie wenn die Münze nicht da wird, mache einfach intuitiv, was ich für richtig halte. Dass da zwei blaue Münzen sind, ist so verwirrend, so als ob man da irgendwie jetzt auf alles mögliche Spin jumpen müsste. Aber ich meine, es ist klar, ich springe halt auf das Feuer drauf. Logisch. Das tue ich ja gerade schon die ganze Zeit. Mist. Ah, ich muss darüber. Nicht warten. Ja, aber allein die Stelle mit den Blöcken, da würde ich so oft drauf gehen. Die ist so ungenau, das... Nein, passt schon. Hier habe ich jetzt ja auch gar kein schlechtes Gewissen, ne? Das ist okay. Es ist... Mit States ja noch schwierig genug. Und das ist ja genau der Punkt, wo ich gemeint hatte, ich will die States nicht machen, wenn es halt
zu leicht dann wird. Und das wird es ja hier nicht, wie man sieht. Okay. Also da kommt der Block runter. Auf den muss ich halt einfach drauf. Das, ich denke, die blaue Münze hier oben ist wirklich nur so, hier springst du halt auch wieder ab mit Spin Jump. Aber es ist klar. Und da unten dann halt drauf auf das Feuer. Und dann komme ich auf den Block, der da ein paar Mal jetzt zu sehen ist. Okay. So oder ähnlich. Ja gut, ich sollte nicht mit der Musik mitsummen, wenn ich Save States lade. Jawohl. Okay, und dann geht's da weiter. Okay. I see. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es so die normale Länge hat von einem normalen Level, könnte nach dem Block da hinten vielleicht das Ziel kommen. Mal schauen. So, und dann... Ah, ich hab's noch nicht gesehen. Schade. Aber ich könnte es mir vorstellen. Also halt vor allem für jemanden, der hier ohne States spielt. Ne? Das ist ja der Punkt. Da war es ja immer so in etwa diese Länge. Also in etwa die Länge... Gefühlstechnisch kommt da hinten gleich das Ziel. Ist aber natürlich auch nur Wunschdenken. Wir werden es noch nicht sehen. Noch werden wir es nicht sehen. Und noch setze ich auch keine neuen State. Dafür muss ich erst wieder ein paar Mal an der Stelle gestorben sein, bis er mich nervt, und dann setze ich ein State. Mist. Nein! Menu! Auf diesen Blöcken zu fahren ist so weird. Das ist... Man denkt so, man bewegt sich mit denen mit, aber man bewegt sich eben nicht mit denen mit. Man muss selber auf denen laufen. Und das macht es enorm blöd. Also ich setze einen State, wenn ich auf dem braunen Block gelandet bin, glaube ich. Ich glaube, der ist ganz okay dann. Muss ich mich kurz hier kratzen, Moment. So, weiter geht's. Ja, ich kam nicht dazu zum State setzen. Okay, so leicht ist das gar nicht, da einen State dann zu setzen. Vielleicht sollte ich es lassen. Bevor ich mich dann noch zusätzlich damit verwirre, einen State setzen zu wollen, probiere ich es halt doch lieber einfach so. Hier könnte ich einsetzen. Da, stimmt, da auf den Wolken wäre einer möglich. Auf den Wolken wäre einer sogar ganz gut möglich. Ja, dann nehmen wir den. Der ist okay. Okay, da kommt noch nicht das Ziel. Was auch immer da jetzt kommt, aber es ist nicht das Ziel. Ach, komm schon. Zu bald. Thank you.
Aber was auch immer da kommt, es sah jetzt auch nicht gefährlich aus. Einfach wie Säulen von oben, wie wenn sie so ein Tempel aufbaut. Da ist das Ziel! Sag ich doch! Aber wofür sind denn da nochmal die Mannschaft? Kommt da noch irgendwas mir entgegengeschossen gleich? Also für irgendwas sind da noch die Mannschaft. Aber ansonsten war es das. Da ist das Ziel. So. Ich wusste es. Ich wusste es, da kommt noch was. Ich wusste es. Okay. Ja, über den ärgere ich mich jetzt natürlich nicht so sehr, wie wenn ich jetzt das ohne States gespielt hätte. Und dann da hingekommen. Oh, wenn ich da ohne States gestorben. Oh mein Gott. Nee. Nee, das ist fies. So, kommt jetzt noch was, wenn ich den erledigt habe? Nein, jetzt. Aber kein Mond auch wieder, ne? Ich will mal kurz was probieren. Ob hier in den Lücken was ist. Aber den Mond müssten wir ja eigentlich sehen. Ne, da ist nichts, okay. Hm. Ich überlege halt, ob hier irgendwas noch sein könnte. Weil ich sehe nichts. Ich denke, das ist dann wirklich nur als Falle. Gedacht. Ich spule jetzt nochmal, ich setze jetzt ein State und spule nochmal zurück und gucke mir das nochmal genau an. Weil mich wundert es halt, dass wir keine Monde mehr bekommen in letzter Zeit. Und 10 fehlen uns ja noch. Aber auch der Block, der da runterfällt, ich glaube, das sind alles nur Fallen. Ich glaube, es sind alles nur Fallen, lassen wir es. Okay. Gut. Dann haben wir diese Richtung auch abgeschlossen. Also so gut man das als abgeschlossen bezeichnen kann, ne? Mit States halt. Und dann bleibt nur noch diese Richtung. Wo es natürlich dann jetzt hauptsächlich auch weitergeht. Mit dem nächsten Level, Hard Times. Ja, die haben wir schon die ganze Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.